Hey Leute, willkommen zurück zu Bloodborne! Ich höre sie dort wieder rumlachen, diese Frauen. Warum hören sich die Frauen hier eigentlich so krank verrückt an? Brenn! Nein. Nope. So much nope. Okay, ich laufe jetzt einfach durch. Die retten mir jetzt, glaube ich, nach mit ihrem Brenneisen daneben. Ist mir aber egal. Tschüss. Okay, guck mal, was eine kleine Abkürzung wir da gefunden haben. Und draußen ist wieder Sirene. Alter Verwalter, es ist immer hier was los, ne? Immer. Au. Hallo. Du behinderte Kuh. Entschuldige, Anpu. Aber das ist echt eine. Guckst du dir doch an. Ich meine, ist doch nicht normal. Ja, so wollte ich das. Hüäh. Vor die anderen nämlich mit ihren Molly. Ey, ganz ehrlich. Wow. Ach, komm schon. Gib mir meine Seelen. Der lebt noch. Ey. Es ist unglaublich, ne? Was zur Hölle? Was wird das eben? Das... Oh, da werde ich wieder totgestaggert. Meine Fresse. Ja, die... Genau, halt die. Du komm her mit deinem blöden Brenneisen. Ihr seid alle bescheuert hier. Ich bin noch ein bisschen unterlevelt. Also für mein Gefühl so. Ich weiß nicht. Letztes Mal war ich hier stärker. Letztes Mal war ich, glaube ich, stärker bei denen. Dabei ist die Hemwick-Hexe eigentlich total easy. Die kann man ganz, ganz leicht töten. Einfach immer nur draufbratzen bei ihr. Ja. Obwohl mir die Kirchenklamotten sehr gut stehen, wollte ich nur mal sagen. Ich muss auch nochmal zurück zur Prostituierten und dem Mann. Ich glaube, die kann ich jetzt rufen, da ich soweit alles befreit habe hier. Ey. Hallo? Diese Stoßattacke von ihr, die ist viel zu flott, finde ich. Viel zu flott. Aha. Okay, jetzt ist er tot. Du bist ein Mistviech. Hör auf, hier rum zu ragen, sonst rage ich. Rage. Rachel, sonst rage ich mal rum. Ach, du hast was verloren. Ja, die Großen lassen irgendwie immer was fallen, was ich ganz cool finde. Mann, 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 ey. Was ist mit denen nicht richtig? Ja, so einiges wahrscheinlich, aber. Aha. Hab ich gar nicht gewusst, dass die da sitzt. Seht ihr mal. Oh. Ja. Man kann auch mal jubeln, finde ich. Warum auch immer ich das gerade gemacht habe. Ich glaube, ich habe zu viel Einsicht. Die komischen Wesen kommen jetzt wieder, ne? Ja, ja. Die kommen jetzt. Zack, zack, zack. Da steht ein Phantom. Was? War das so ein Vieh wieder? War hier so eine Steinechse? Hat sich so angehört, ne? Ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Mist, habe ich die jetzt verpasst oder was? Kostenlose Steinchen für mich. Warte mal, ich hole mal die Fackel. Oh, das ist viel besser. Wir sind auf der Jagd. Du bist auf der Jagd? Ich auch. Ich jag alte Männer in Rollstühlen, die mir auf den Sack gehen. Hühnchen! Okay. Ein Expert? Ah, sehr gut. Ist zwar Stufe 1, aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es auch noch nichts Besseres. Bäh, wie halt aussieht. So. Noch ein Augapfel. Den Bettler, den werde ich gleich mal ein bisschen zur Kapelle ziehen. Ihr wisst, wen ich meine, ne? Der suspekte Bettler. Das ist, glaube ich, jetzt wieder so eine Olle, ne? Hey, du Olle. Ja. Los, los! Ich gebe dir gleich los, los. Soos. Los, Soos. Nein. Du mit deinem blöden Molotow, ne?
Halte Schnalle da vorne. Fang her. Oh Gott. Oh. Hi. Schön, Sie zu treffen. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Aha. So nicht, Freunde. Nicht mit den billigen Tricks wieder. Oh Gott, die ganzen Hunde da unten. Au, zu früh. Alles meins. Und noch mehr. Meins. Oh. Hallo. Ja, da kannst du da unten verrecken. Lass dich von den Hunden fressen. Ja, ja. Oh, oh. Hat die jetzt ernsthaft einen Molly hier hochgeworfen? Hatte ich denn nicht auch schon das Schwert von Ludwig letztes Mal, als ich hier war? Habe ich so dunkel in Erinnerung irgendwie. Oh Gott, sieht's hier aus, ne? Die ganzen Leichen. Ich muss mal ganz schnell darüber die Alte töten, dann komme ich wieder, meine Dickerchen. Macht euch keine Sorgen. Oh, die war hinter mir. Oh oh, die sind schon hier? Ja. Du kugelschmeißende Schweinesau. Oh Gott, oh Gott. Zwillingsblutsteinscherbe. Droppen die die? Krass. Hat der nicht eben eine normale Scherbe gedroppt? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Oh Gott. Au. Oh ne, das war ja visceral. Oh. Oh. Ach komm, du Knallcharge. Ne, es war zu spät. Ich habe irgendwie keine Reaktion gerade. Oh ja, jetzt. Ja, ja. Oh, mach dann Headbutt. Sag mal, ich habe nicht so viel Tränke, du Arsch. Sollte dir hoffentlich klar sein, dass du mich gerade ein bisschen schwach machst, ein bisschen arm machst. Au. Ja, das interessiert dich gar nicht, ne? Au. Oh, Mann. Komm jetzt. Ja, endlich. Du Plunz. Fette Wurst. Ja, immerhin 4 Stück wieder zurück, ne? Das war jetzt Heldentat von mir. Heldentat. Komm. Oh nein. Nee, 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 nee. Oh Gott, das tat weh. Komm. Ich werde es mal mit wegrollen. Zack. Schweinchen. So, hätte ich jetzt schon die Einladung, könnte ich zu Hamwick, also könnte ich hier ins Schloss, aber ich glaube, da hätte ich jetzt überhaupt keine Lust und Muße zu. Oh Gott, in das Schloss jetzt? Das wäre tot. Ich habe mir mal ein paar Lebensenergie-Fiolen. Ein paar Blutfiolen, meine ich. Lebensenergie-Fiolen, ganz genau. Ja, hallo. Nämlich von dem hier. Ey. Hallo, das ist doch unglaublich. Oh oh. Das war's. Naja, eine zurückgekriegt. Mann, 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 Mann. Jetzt hole ich mir hier noch eine Rune und dann habe ich soweit, glaube ich, alles. Ja. Knochenmark, Asche. Die Hunde habe ich ja oben schon alle getötet. Oh nein. Sag ich da. Oh oh. Da seht ihr, da hat auch eine normale gedroppt, Freund. Wehehe. Schnalle.
Hässliche Schnalle. Dickes Kaltbluttau. Und hier ist eine Rune, die ich aber noch nicht einsetzen kann, weil ich erstmal die Hexe erledigen muss. See. Hä? Lag da unten noch? Ne. So ausgesehen. Wie mir damals halt jemand erzählen wollte, dass hier zwei Runen lägen. Das ist gelogen. Da ist nur eine. Oh, guck mal, das hat man gar nicht gehört, dass ich die Dinger zerrollt habe. Oh Gott, nee, jetzt kommen hier noch ganz viele. Da bin ich letztes Mal auch ein bisschen ausgetickert, ne? Als jetzt hier die ganzen Molly-Schwestern kamen. Es ist so furchtbar. Ich habe hier auch Mollys, aber bringt mir das hier so viel? Ich habe einen Molotow. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da kommen sie. Oh nein, den habe ich jetzt aktiviert, ne? Na toll. Na toll. Na komm schon. Och nee. Schweinenase. General Schweinenase, komm her. Oh ja. Die hat nicht darauf reagiert, dass ich ihn gerade anschieße. Oh, jetzt aber. Jawoll. So mustert. Ja, nicht ganz so, aber... Das Timing ist hier echt beschissen von denen, die Visceral Attacks, finde ich. So. Und? Ein dreieckiger Edelstein. Kann ich den eigentlich hier einsetzen? Ich weiß gar nicht, was hier reinkommt. In den Sägespeer. Du bist die Schmeißerin, ne? Boah. Au. Au. Ja, warum ist das alles meine Schuld? Schnauze. Nein. Du kommst in ekelhaft. Weil du ein ekelhaftes Vieh bist. Ach, diese Wortspiele. Ich bin manchmal so lustig. Nein. So. Haben wir es jetzt? Ich habe, glaube ich, nicht genug Einsicht, als dass diese Viecher kommen. Oh oh. Ach du. Nein, nein, nein. Komm, gib mir mal Zwillingsblutsteinscherben. Genau. So, die Hexe. Verbrennt die Hexe. Tötet die Hexe. Oh ja. Ich glaube, die zu töten macht überhaupt keinen Sinn. Ich muss einfach nur die Hexe suchen. Okay, das war nix. Wo ist die Hexe? Verbrennt die Hexe. Hexelein. Oh. Hexelein. Einfach im Kreis rennen, bis ihr sie findet. Ich weiß gar nicht, was gegen sie eine gute Taktik ist. Einfach nur rumrennen und sie töten wahrscheinlich. Hexelein. Na? Wo ist er? Hexe. Verbrennt die Hexe. Wo ist sie denn? Ich glaube, wenn man die allein lässt, macht sie nur Unfug. Oh, das ist nicht die echte. Shit. Sie macht ja noch Trugbilder von sich, ne? Da ist sie. Ist er auch nicht. Da ist noch eine. Hexe, Hexe, Hexe. Das ist sie. Ach Mann. Da hatte ich so fast. Hexelein. Hexelein. Du bist ein kleines Schwein. Au. Au. Da war noch eine. Das war sie. Oh, da kommt noch eine zweite. Oh Gott. Wo ist die Hexe? Die schießt jetzt, glaube ich, irgendwas auf mich. Irgendeine Scheiße schießt die auf mich. Hexi.
Sexy Hexi, wo ist sie denn? Sexy Hexi. Wow. Da schießt sie schon. Oh oh. Bitte nicht die andere wiederbeleben, ne? Das finde ich jetzt sehr uncool von dir. Intolerant. Intolerant. Oh nö. Hat sie schon wiederbelebt. Na, wo bist du? Oh, da ist sie ja. Oh nö. Ne. Ah. Unkoral finde ich das von dir. Oh, da oben bist du ja. Oh, hi. Einer ist tot. Das ist Nummer 2. Da ist Nummer 2. Oh Gott. Hallo? Nein. Nein, nein, nein. Oh Gott. Das könnte mich jetzt schon töten. Macht's aber nicht. Lass mich. Lass mich. Oh Gott, nee. Was? Die hat mich jetzt ernsthaft... Guck mal, die Schnalle. Oh, wow. Wie ich halt an dieser blöden Kuh sterbe. Ja, ich weiß. Blöde Kuh, habe ich gesagt. Mit Absicht. Oh Gott, das ist das Pinwheel von Dark Souls. Das ist der erste Drachenreiter, wenn man ihn schießt, bei Dark Souls 2. Das ist... unverhältnismäßig schlecht von mir gerade. Heute ist wieder so ein Tag, ne? Weiß auch nicht warum, aber heute ist wieder nicht so. Mit Bloodborne. Schipielen. Okay. Tippidippidi. Einfach durchlaufen und die Alte jetzt legen. Das gibt's doch gar nicht. Die hat nichts drauf, ne? Die Alte hat nichts drauf, ernsthaft. Die kann nur die ganze Zeit ihre komische Reinkarnation holen und dann machen die da gemeinsame Sache. Da ist schon so ein Vieh da? Ist ja neu. Oh, da war sie. Okay, wo bist du denn? Schablonze. Alte Schablonze, wo bist du denn hin? Da ist sie. Okay. Mit dir habe ich kein Problem. Ich will nur deine Herrin da erledigen. Hört mir das Vieh jetzt nach. Ist auch nicht nett. Hä? Wo ist er denn? Oh! Da bist du. Aha. Au. Oh, das ist schon die zweite. Ja, ja. Ich habe gesehen, dass da eben was passiert ist. Oh, da war sie. Da war sie. Wo ist die andere? Die Zuselfrau. Wo ist sie denn? Ich habe sie wieder gehört, ne? Da ist sie. Oha. Schwören sie schon ihre Freundchen. Was ist denn die Alte? Da. Und die andere? Na? Zeigt euch doch mal, ihr Hübschen. Hey, Ladies. Da ist sie. Hey, Ladies. Ich gehe jetzt nicht darüber, weil da kommt gerade das Vieh. Macht es denn überhaupt einen Unterschied, wenn ich erst eine und dann die andere töte? Oder muss ich einfach nur beide töten und die eine kommt sowieso wieder zum Leben zurück? Weiß ich jetzt gar nicht. Hallo Ursula. Deine ist schon tot. Oh. Oha. Da vorne. Hab dich gesehen, meine Hübsche.
war sie jetzt schon. Oh, das war's. Ja, wie gesagt, Hexe von Hemwick, ne? Schwerster Boss im ganzen Spiel. Meine Güte. Und jetzt kann ich endlich die Runen hier reinbasteln. Runenwerkstatt Werkzeug. Sehr schön. Und jetzt will ich doch nochmal sehen, ob ich die Prostituierte abholen kann und den skeptischen Mann. Ploff. Da muss doch was gehen jetzt. Gehen wir erstmal auf Leveln. Na, wie wär's mit Ja als Standard? Das wäre cool. So. Willkommen. Nun gut. So, was nehmen wir? Wir nehmen Blutfärbung, Ausdauer und Vitalität. Lebt wohl, möge. Danke, werde ich schon, werde ich schon. So, hast du noch was zu sagen, German? Die heilende Kirche und die Blutpfarrer, die zu ihr gehören, waren einst Beschützer der Jäger. Zur Zeit des Jägers Ludwig. Sie reparierten und schmiedeten Waffen in ihrer einzigartigen Werkstatt. Heute erinnern sich die meisten Pfarrer nicht mehr an die Jäger. Aber sie haben euch viel zu bieten. Folgt also der Botschaft eurer Vorväter. Steigt zur Oedon-Kapelle hinauf. Hätte ich den Schlüssel, will ich das machen. Ja, Mann. Steigt von... Ja, ja. So, was haben wir da Neues gekriegt? Die sind alle nicht so viel wert, oder? Oh, der hier ist besser. Na gut, der hat Erholungswiederrückgewinnung. Ich weiß ja nicht. Das heißt, schneller Ausdauer zurück. Oh. Nee, verstärken wir erstmal. Ich würde halt gerne eine richtige Waffe jetzt haben. Also eine, die wirklich skaliert mit Geschicklichkeit. So, was nehmen wir da? Mehr Blutechos von Energieangriffen oder Eingeweideangriffen und physische Schadensreduktion. Wir haben erst zwei Runen. Das ist schon ganz lustig, dass ich hier jetzt schon bin und habe nur zwei Runen. Warte mal. Ah, genau. Ich hab da mal geguckt. Warte. Wahrscheinlich haben wir jetzt die Möglichkeit, hier was zu kaufen. Ja, den Blutcocktail. Oh, wir können schon Scherben kaufen. Hier, Henriks Jägermütze. Wir können die Klamotten von Henrik kaufen. Cool, ne? Die sind neu. Und ich habe sogar noch genug Einsicht, dass das Teil nicht weggeht. Vom alten Jäger Henrik getragener Jägerhut. Der schweigsame alte Jäger Henrik war einst ein Partner von Pater Gascoigne. Obwohl sie ein unerschütterliches Duo waren, führte dies zu Henriks tragisch langem Leben. Henriks einzigartiges gelbes Gewand ist blitzresistent und ist jedem Jäger eine große Hilfe, der die Böde der Jagd geerbt hat. Aha. Ich hoffe nur, wenn ich das jetzt anziehe, ist nicht irgendwie die liebe Eileen sauber auf mich. Oh, guck mal, das sieht nett aus. Gelbes Ledergewand. Cool. Was hast du denn zu verkaufen? Hast du jetzt endlich mal Feuerpapier? Nee, ne? Kirchenhammer, den finde ich auch nicht so pralle. Die Repetierpistole könnte ich mir mal kaufen, aber die finde ich auch nicht so toll. Brauche ich auch mehr Stärke für. Warte mal, wie viel brauche ich denn noch für ein Level-Up? Dann werde ich mal ein paar Blutechos konsumieren. Willkommen, da. Ja, ja. Nun gut. Ja, ja. 8600, 1,6 brauche ich also noch. Warte mal. 1600. Das sind 500. Ah. Ein paar brauche ich noch. Und wir verkaufen ein blaues Elixier. Das kann ich später eigentlich auch ganz gut farmen, soweit ich weiß. Willkommen da. Nun gut. Ja, wir nehmen nochmal Vitalität. Je mehr, desto besser. Lebt wohl. So. Will ich mal ganz kurz was gucken. Warte mal, das Amulett kann ich doch nutzen. Was kann ich da jetzt nutzen hier? Und ein Goldblut-Edelstein. Den kann ich mir jetzt, glaube ich, schon in die Waffe einsetzen. Ich finde die Klamotte ganz nett. Ich weiß halt noch nicht, wie Aileen dann auf uns reagiert. Mal gucken. Angriff gegen Bestien.
12,6%, das wäre ganz gut, wenn ich jetzt gegen Bestien kämpfe, aber dazu nächstes Mal mehr, Leute. Ich werde nämlich den Part hier beenden an der Stelle. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Freude mit mir und dem Let's Play. Würde mich über Let's Likes, ja. Let's Like das Video und Kommentare freuen. Wir sehen uns wieder zu Bloodborne.